Hallo, willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgemordert. Mordors Schatten. Mordor, Mordor, Mordor. Mordor. So, denkt So. dann zwischendurch immer ein paar Infos zu beschaffen, weil wir haben ja neue lustige Hauptmänner. Ach so. Ja. Also muss ja nicht jetzt sein, aber müssen wir dran denken. Immer mal zwischendurch Ein paar zu zu holen. gucken, wer das denn überhaupt da alles Aber ich ist. will jetzt weiter mit der Hauptmission machen. Ich will mich jetzt endlich dieses Gebiet verlassen, ein neues Gebiet betreten. Das wäre fein. Mal gucken, vielleicht gibt es ja hier auch Fledermäuse. Wahrscheinlich nicht, aber. Nein. Ja gut, dann rennen wir dreimal zu der Karagor-Höhle dahin und dann. Ja. Oder Das erwischen ja vielleicht auch tut drei er. auf einmal, das ist ja unwahrscheinlich. Das dunkle Aber. Monument. Das störe das Gortau und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Oh. Interessant. Igor, bist du da? Hirgon heißt er, nicht Igor. Okay, natürlich. Guck mal, so lange Nicht, war die dass in sie dazu Behandlung, diese ja. Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du, er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Jo. Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Ach, eine Steinschale, okay. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut, ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Finde ich gut, dass er uns hilft. Ich nehme übrigens meine Meinung über seine Frau zurück. Hab Ah, Nachsicht, okay. Ich habe doch Gelehrter. in der Folge, Sie machen wir eine sorgt sich um Pause, das Schicksal unseres Volkes. muss ich ganz kurz erklären. Weil ich habe mich ja darüber beschwert, dass sie sich sehr, sehr unlogisch verhält, indem sie, obwohl sie von lauter Orks gefangen ist, schreit und sie alle auf eine zieht. Und ich habe gesagt, ein Mann würde sich nicht so verhalten in einem Spiel. Aber durch diese Sequenz gerade ist mir klar geworden, sie weiß ja, wer wir sind und weiß, dass wir Böse sind. der Feind von Hirgon waren, wodurch das Schreien wieder Sinn macht. Ich nehme also meinen Vorwurf hiermit zurück. Okay, ich hab doch gesagt, psychologisch. Alter, sind die ausgedünnt, ey. Oh ja. Also ich würde mich echt nicht mehr als Hauptmann bewerben. Not really. Oh, hier liegt nicht mehr eine Leiche. Der Man Platz ist sieht schon so auch, lange leer, dass hier nicht mal irgendwas ist. ja, man sieht auch mit dem Fall von Mugluk ist die ganze Armee in sich zusammengebrochen. Ja, Mugluk war das Rückgrat der Armee. War ja auch der bisher mächtigste von allen. Der einzige, der ist noch halbwegs bekannt für uns vorkommen, sind Ashkan der Giftige, der Malmuk der Läufer. Ja, das sind die Ja. einzigen, die noch irgendwie altbekannt sind. Ja. Der Giftige hat seine Aber alle, Verwirrung die liegen, geschwungen. können theoretisch irgendwann wieder aufstehen. Naja, aber zum Beispiel, der so langsam mal, nee, ja, war das jetzt Kaka? Doch, da war er doch. Bin ja auch gespannt, ob Boot hier irgendwo schon wieder ist. Na, ist er doch, gut. Noch liegt er tot Noch da. liegt da tot da. Da. Tot ist er. Oh, der hat auch schon Macht 15. Das macht 15 schon. Ja. Ja, und der einzige Häuptling momentan ist Redback. Ratback. Hat er irgendwas Neues bekommen? Ne, immer noch Furcht vor allem. Tja. Wie der Häuptling, also wie die überhaupt sagen können, ja, du bist jetzt unser Anführer. Tun sie ja nicht, sie nehmen ihn ja auch andauernd gefangen. Das stimmt auch, ja. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Hört sich gut Wir an. müssen den Uruks einen ihrer Grogkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Aha. Ja, mit seinem Grog. Also langsam glaube ich, der möchte einfach nur ganz viel Grog ansammeln. Könnte auch Nun. Was war das? Das war Hörau. Okay. Das ist ein neuer Häuptling, so heißt der. Da sitzt er. Hauchulau. Das Lingus? Was war das Die Ghule jetzt? haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Ach, war das jetzt so ein Hinweis von wegen, er muss überleben der Mist während der Mission? Ja. Okay. War ja bei Redback auch so. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Ja. Yep, das ist nicht. Wenn Und ich fertig Piraten. bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Das ist ein mies Unsere Ziel. Schützen treffen aus so großer Aber Entfernung, im Moment sind dass wir sie ganz gut überhaupt schon dabei. tot sind, Ja. bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß? Ich dachte gerade ganz kurz, er rammt es ihm jetzt in die Eier. So wie er da hinter ihm Oh stand. fuck. Hallo, ich hab A gedrückt.
Ja, aber du warst beim Schleichmodus. Oh, jetzt aber Hyrgon! Und da endet es. Du verlässt das auch das. Nein, 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 nein! Gerettet! Oh. Hyrgon, du bist außerhalb des Auftragsgebiets. Nein, nicht! Falsche Richtung! Oh Gott, oh Gott. Hyrgon, hier lang! Nun. Ich war vom Feuer umzingelt, als der Grabwandler angriff, aber ich habe nur ein paar angesenkte Bauchstücke. Ach guck mal, du sollst auch neun töten. Ja, ja. Das war mir bis eben gar nicht klar. Gebiet sichern können wir. Funke. Ich hätte jetzt gelacht, wenn sie es jetzt gemacht hätten, dass der Grog-Karren explodiert und sie gesagt haben, tja, hättest du nicht drauf schießen sollen. Auf den Grog. Habe ich eigentlich auch erwartet, aber ich wollte es einfach ausprobieren. Zack. Oh, der hat eine Doppelangst. Das war ein Berserker. War nicht. Ah. Berserker laufen immer mit... Das ist eine Witze. Ach, da oben. Die Berserker laufen immer mit zwei Äxten rum. Es sind aber noch zwei. Reichweite und Schärfe. Mehr braucht man nicht. Weil du sagst, der letzte. Ach so. Irgendwo hockt nur einer rum. Was ist jetzt... Noch eins höher vielleicht? Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Guten Tag. Hallo. Übertriebene Gewalt. Ich wollte auch mal sehen. Und da kommt er. Da kommt er ja. Ja, Mensch. Whee! Was hat der denn für eine fette Axt gehabt? Ach, ein Schild oder was? So. Ist erledigt, Jürgen. Na komm. Wir sind ihm überragend gefolgt. Jupp. Wo rennst du denn hin? Der Grog-Karren ist doch hier. Der Grog-Karren ist hier. Let's. Achso. Der möchte jetzt den Karagor einspannen in den Wagen. So. Oh, das sind also die ausgeschlossenen Soldaten. Wie sexy. Sehen aus? Ja, irgendwie erinnert mich an Robin Hood und so. Ja. Ein bisschen. Für einen hatten sie kein Hemd mehr. Ja. Okay. Was ist denn Hyrgon? Wir brauchen komischerweise noch einen Grog-Karren. Wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Ja, da haben wir eine schlechte Neuigkeit für euch. Wir können euch in die Zukunft sehen. Und wissen, Gondor wird stehen. Aber erstmal wird es ziemlich böse sein. So, wir hoffen, wir haben jetzt keinem Herr der Ringe gespoilert. Dann wissen die aber auch nicht, wer Gondor ist. Ja, aber wenn sie im Film dann sehen, die Schlacht um Gondor und wissen, dass Gondor stehen wird, das ist ja dann... Nun! Ach, jetzt auf einmal rennen! Okay, rennen wir! Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Was denn, oi, oi, oi. Was denn du? Gula! Juhu, Gula! Ein Ghoul! Ein Ghoul! Zwei Ghule! Drei Ghule! Zwei Ghoul! Hui! Ragdoll Ghule! Drei Ghoul! 4 Ghoul! 5 Ghoul! 6 Ghoul! Sollst du mal bitte auch die Missionsbeschreibung zu missachten? Du sollst ihm folgen. Niemand sagt, dass du kämpfen sollst. Aber ich wollte ihn schützen. Ich wollte nett sein. Darf ich ein bisschen nett in dieser Welt auch mal sein? Nein, es ist eine Welt voller Feinde. Das Lager der Orks liegt vor uns. Verwüsten! Nichts leichter. Da ist schon mal ein Karagor-Käfig. Und da ist ein Lager. Nur wenn du so davor steht, aber das ist vollkommen egal. Verwüstung fängt immer gut an. Es geht ums Konzept! Explosionen fangen immer gut für eine Verwüstung an. Also verwüsten heißt die Uruks töten. Aber schön, dass sie es umschrieben haben. Vorsicht, es ist außerhalb des Gebiets, er ist außerhalb des Gebiets. Nicht springen, nicht springen. Moment. Ha! Ist außerhalb des Gebiets und zählt trotzdem, also das finde ich jetzt nicht gut. Das ist inkonsequent. Schick! Da ist ein Feuer. Erwischt. Will noch mal jemand? Ich finde es aber schön, dass sie auch bei so einer Situation noch anzeigen, wo du zuletzt gesehen wurdest. Hey, du, komm, komm. Dampft. Hey, Kumpel, mach mal kurz. Achtung, nicht aus dem Gebiet raus.
Irgendwann wird angegriffen. Ne? Was ist denn jetzt hier? Hallo? Was macht ihr denn alle hier? Der hat jetzt gerade den Uruk irgendwie nicht gewertet. Irgendwo muss hier noch einer sein. Hinter dir ist auch noch ein Pfeil. Ach, hier oben. Ah. So. Das setzt ihn echt zu selten ein. Ja, sollte man viel öfters einsetzen. Oh, nein, das war ein Elm. Genau oben. Genau oben. Genau oben. Warum denn oben? Weil da Elm geschossen waren. Ach, die laden sich auch wieder auf. Manchmal. Nach einer Zeit. Ja. Nicht wirklich. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Tja. Kann sich alles verändern im Laufe der Zeit. Ist eigentlich der Karren, der von deinen Männern geschoben wird? Irgendwo hinter uns. Wir bahnen einen Weg. Ja. Da ist es denn noch. Ach du Scheiße. Da müssen wir hin. Na, das kann ja noch dauern. Kumpel, können wir auch schneller laufen? Das wäre echt praktisch. Aber jetzt, du musst nicht schleichen. Nein, wir schleichen. Waldläufer, bleib hier. Das finde ich eine sehr konsequente Antwort von ihm. Können wir nicht schneller laufen? Nee. Also wenn du so kommst, dann fangen wir an zu schleichen. Da, Elmgeschoss. Er wollte dich nur auf die Elmgeschoss ja. Das ist ein Elmgeschoss, was dir bei... Das ist der Ort, wo ich Mugluk besiegt habe. Ja. Ja, ja, so schließt er. Ja, lass uns mitten durchschleichen. Warum nicht? Fällt bestimmt dir nicht auf, wenn wir hier... Einfach unter den Torbogen einen Karren mit Grog durch. Das hier ist der Ort von unserer ersten Pfeilmission. Ja. Ihr werdet bald Uruks. Ach schön. Vertraute Orte. Aber es wird Zeit, dass wir nach der Mission dann auch mal neue Orte kennenlernen. Ja. Und Röms. Den kannst du nicht backstabben. Das macht er schon, deswegen. Ja, hast ganz fein. Du hast auch mal einen Ghoul getötet. Ja. Lürgan, du bist der super. Oh, Entschuldigung, wir können sprinten. Ah, das macht er sicher nicht schlecht. Da hatten wir in der Videospielgeschichte auch schon schlechtere Begleiter. Das stimmt. Redback zum Beispiel. Zum Beispiel. Sie greifen uns an. Was? Gule. Hinter dir ein. Einer. Nein, zwei. Und da kommt noch einer. Das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Vier. Vier Gule. Fünf Gule. Links kommt irgendwas Größeres. Das ist ein Karagor. Sechs Gule. Achso, ist eingesperrt. Das Schämen, Gule. Hast du gerade von 6 auf 10 hochgezählt? 7 habe ich gesagt. Achso. Ich kann noch zählen. Die Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Noch, come on. Sichern. Sichere das Gebiet. Was heißt denn für dich bitte sichere das Gebiet? Muss ich jetzt dir folgen oder so? Oder? Sei bereit, Talion. Ja. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Nun. Na denn. Wir haben schon Schlimmeres durchstanden. Es ist so still. Irgendetwas ist hier faul. Ah, super. Ein Hinterhalt von Redback. Wahrscheinlich. Vielleicht werden die Karagos aus dem Käfigen gelassen. Uiuiui, die Spannung steigt. Oh, sind alle tot. Wann wird gleich was passieren? Oder gleich kommt die ganzen. Oh, stimmt, sind alle tot. Gule. Ja, Gule. Und Karagor. Und Karagor, oh mein Gott! Hüpf auf den Käfig. Hallo. Du sollst hochgehen. So. Komm mal kurz her. Hilgor, nicht ihn angreifen. Der ist lieb. So. So, friss. Kleiner. Friss dich satt. Ja. Da hat die Natur uns einen Gefallen getan. Ja. Ein Feind ersetzt den nächsten. Nö, ein Freund. Ja, so freundlich. Da oben steht da der Sauron. Die Statue. Wie wollen wir denn bitte die Statue? Achso, wir sprengen wahrscheinlich das gesamte Tor einfach. Ja. Wahrscheinlich. Die Schwachstelle der Statue, das Tor. Sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Blümchen. Bald wird das Monument fallen.
Sie, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer genug an das Monument heran. 17. Guck mal, der stochert da am Feuer, macht seine Marshmallows. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Also für einen schieße ich nicht ins Feuer, aber zwei. Das ist schon mal andere. Wir haben beide geblockt. Und wussten nicht, dass du da bist. Nope. Zack. So, ich häng fest. Hänge fest. Jetzt. Eben Geschosse. Wir sind im Kommandantengebiet hier. Haben wir irgendeinen Kommandanten in der Nähe? Nee, extra für die Mission Kommandant bereinigt. Okay, oder weil es nur noch drei gibt, gefühlt. Oh, Unter. Entschuldigung. Wartet, ganz kurz. Ich glaube, er weiß, dass du da bist. Glaubst du? Au, oh mein Gott. Hallo. Das zockt dir was. Mach B. Ich kann nicht hoch. Was ist denn das für eine Scheiße? Der blöde Idiot kann nicht hochklettern. Ja, der stand doch da vor dir. Wie soll er denn da hochklettern? Okay, weiß mir. Hey, du da. Hast du schon mal einen Pfeil ins Gesicht bekommen? Jetzt hast du. Schade, ich hab gedacht, er landet in der Mauer. Und ja, das wäre lustig gegen ihn. Ja, das stimmt wohl. Entschuldigung, ich bin hier. Und warum muss ich mich eigentlich erklären? Bei Dark Souls haben wir teilweise richtig gejubelt, wenn der andere gestorben ist. Das stimmt. Außer der Gegner hat zwar zu lange stark, dann nicht. So. Der ist auch tot. Wo sind denn mal ein paar mehr? Die sind also verstreut. Die Schweine. Da ist mal jemand. Entschuldigung. Vielen Dank. Ist da oben einer? Lockt doch ein paar Karagors an. Ah, was haben wir denn da? Oh ne. Da drüben hängt ein Köder zum Beispiel. Über eine Morgoth fliegen. Das stört auch unsere Verbündeten bestimmt nicht. Das ist Morgoth fliegen, links ist ein Köder. Boom! So, noch auf den Köder. Zwei Köder sogar. Da ist immer die Frage, wie viel Karagors sind gut für einen? Es gibt nie genug. Oh Gott. Ja, nun. Karagors, Karagors, los! Oh, die haben einen Schwerträger, das ist nicht gut. Ach, ist das nicht schön zu sehen, wie sich laben an den Uruks. Ah, aber der Schildträger macht sich wieder gut. Jetzt ist er gefallen. Wo soll er, wird er gerade geschossen. Aber es eben hat er sich gut gemacht. Shit. Ich hab auf den Paragon erwischt. Kannst du auf den Seil lang? Sehr schön. Kommt zu mir, meine Bestien! Er kann das prinzipiell schon. Die Frage ist immer, ob er Lust dazu hat. So. Diese Bestie wird jetzt uns. So. Sonst einfach M geschossen. Du bist voll. Oh, du bist voll. Ach, ich bin schon voll. Du könntest bitte hier hoch. Weiter ist schon zum Hütten. Das ist. Jawohl. Erst hatte er deinen anvisiert. Naja. Wie und. Bing. So. Einer ist doch noch böse. Da ist er ja. Wartet, nicht wegscheuchen. Ich möchte ihn auch noch für uns holen. Das kann uns euer Du Bruder weißt aber schon, dass es nur noch ein Gegner ist, ne? Ja, und? Ich bin da trotzdem auf meiner Seite drin. Wir haben ihm die weiße Hand. Oder wir werden Saruman. Wir setzen ihm nicht die weiße Hand auf den Kopf. Ja, ja. Aber nein. Saruman hieß ja schließlich Talion. Aber es erinnert stark daran. Saruman hat die weiße Hand abgeguckt. Ach, guck mal, hier sind jetzt welche von Dingsums. Guck mal, sie belagern ihn. Der ist irgendwo hier um die Ecke. Oben wahrscheinlich. Ja. Ach, mehr oben sind ja auch gar nicht. Ja, das ist doch, was ich die ganze Zeit erklären wollte. Dass du den nicht zwingend übernehmen musst, weil. Egal. Oh. Es
Ding ist sonst wie schwer belagert. Und jetzt waren nur 17 da? Oha. Mmh. Ah. Ha, siehst du? Haha. Die Kameras okay. Helfen uns. Siehst du? Super Plan gewesen. Okay, schade, ich dachte, wir jetzt hier nochmal. Oh, in Hinrichtung. Boah. Zacka. Alle hoppa, alle hoppa. Aua. Na warte. Oh, du hast Informationen. Entschuldigung. Nun ja. Jetzt nicht mehr. Du musst gerade noch dazukommen, du bist tot. So. Und da hämmert er wieder sinnlos in der Luft rum, der Talion. Das kann er sehr gut. Und der nächste tot. Und erledigt. Na! Was zum. Achso, nächstes Ziel. Wenn Negolas mal so zielen könnte, ne? Nicht so getroffen. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Oh, was? Doch, da. Erledigt. So. Und der nächste ist der. Ach, direkt hinter mir. So. Schiebe den Grockkarren. Haurock. Achso, du dran. Und schon beeil dich. Ja, die Karagos begleiten uns, die beschützen uns. Das war in der Tat ein guter Plan von dir. Das war eine super Idee. Ich denke, was das so gut funktioniert. Karagos. Genau, wollte gerade sagen, zu unserer Rechten. Oh, da, guck mal, da hat ausgestoßen, er tritt ihn. Und nochmal. Zustechen wäre jetzt zwar die dezent intelligentere Aktion gewesen, das, aber... Das ist ja egal. Geh den kann ich nicht erwischen. Warum nicht? Weil er hinter der Mauer war. Ach so. Ah. So, Ramen zu dieser Mission, Kopfschüsse sind überbewertet. Braucht man nicht, die sind auch jetzt nicht tot. Aber das Bonusgeld. Das Bonusgeld. Was hab ich nicht gesehen? Sag doch mal was. Ich dachte, du dachtest, das Hauptmission scheiße war drauf, so wie ich mir davor auf. Ach so. Nee, ich hab's gar nicht gesehen jetzt gerade. Ich wollte deine Art nicht kritisieren. Ach so. So, die Folge wird schön überlang, aber die Mission machen wir. Ah, der Karren brennt, der Karren brennt. Der Hoch lebt doch noch. Ah, danke. Das hat jetzt schon einen Hauch von Epic gerade. Ich finde das ganz echt cool, dass die Karren einfach alles zermalmen. So. So. Oh, guck mal, er kann einfach die brennenden Karren anfassen. Ja, wir sind irgendwie im Feuer. Ja, stimmt. Boom. Da fällt die Statue. Tja, Sauron. Das war's mit der Statue. Platsch, platsch, platsch. Da ist im Schatten der Rauchwolke taucht die schwarze Hand auf. Tja, das Lager ist, glaube ich, gestürmt. Wie kommen wir jetzt da durch? Ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Uns zum Beispiel. Ja. Alles in Schutt und Asche gelegt. Auftrag geschlossen, das dunkle Monument. Wuhu. Okay. Der Schwarze Hauch und jetzt verfügbar. Wurde für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Gut. Die Schwarze. Daher der Lehrer immer noch. Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Das werden wir verhindern. Hast du es? Jetzt? Ja. So. Mit dieser sehr, sehr langen Folge. Ja. Ja, besiegeln wir offenbar den Anfang vom Ende. Ja, indem wir Gotha ausgefallen, die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Na Mensch, da können wir nochmal hier hinreisen. Und auf dem Weg dorthin sagen wir, bis zum nächsten Mal, euer Ramen und euer Gauton. Ciao.